Nachdem wir nun zwei Berufe genauer unter die Lupe genommen haben, beschäftigen wir uns im nächsten Beitrag mit der Tätigkeit des Orthopädietechnikers. Wie wird eine Prothese hergestellt? Und welche handwerklichen Fähigkeiten muss man für diesen Beruf mitbringen? Dies zeigen wir euch im folgenden Beitrag. Das ist die orthopädische Werkstatt Werbe, wo wir mit Herrn Purk verabredet sind. Das ist Herr Purk. Herr Purk ist Orthopädietechniker. Orthopädietechniker bauen technische Hilfsmittel für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Herr Purk arbeitet schon seit 10 Jahren in dieser orthopädischen Werkstatt. Bevor eine Prothese gebaut wird, wird ein Gipsabdruck vom Kunden genommen. Hier im Gipsraum bearbeitet Herr Purk den Gipsabdruck. Auf die Frage, was ihm an seinem Beruf gefällt, bekamen wir diese Antwort. An dem Beruf gefällt mir, dass er anatomische Aspekte hat. Also ich muss mich mit Pathologie und Anatomie auskennen. Ich muss aber auch gleichzeitig handwerklich begabt sein und mit Holz arbeiten können, mit Gießharz arbeiten können. Ich muss modellieren, da ist was Künstlerisches mit dabei. Ja, so. Und die Spannbreite bis zum Patienten betreuen im Punkto, ich bin amputiert worden. So. Und ihn da zu begleiten, dass er wieder auf dem Bein steht. Das ist das Spannendste. In einer orthopädischen Werkstatt gibt es verschiedene Arbeitsbereiche. Es gibt den Gipsraum, dort werden die Gipse modelliert. Die Gipse, die wir von den Stümpfen machen oder von den Körperteilen machen, die wir mit einem Hilfsmittel versorgen wollen. Hier im Maschinenraum ist es immer sehr laut. Hier sieht man, wie Herr Pork gerade den Schaft einer Prothese schleift. Und zum Schluss gibt es noch den Werkstattbereich. Da hat jeder seinen Arbeitsplatz, da werden die Prothesen montiert. Im Werkstattbereich trafen wir Nino Wagner und wir sahen eine Hand, die komisch aussah und fragten, was das sei. Und zwar ist das eine myoelektrische Prothese, die mithilfe der Muskulatur funktioniert. Und zwar ist das so, unser Gehirn sendet an die Muskulatur Signale, elektrische Signale. Das sind im Mikrovoltbereich, das sind Millionstel Volt sind das. Und es ist so, dass diese Prothese diese Signale abfängt und in eine Bewegung umwandelt quasi, mithilfe des Akkus und mithilfe der Hand. Es funktioniert folgendermaßen, wir haben zwei Muskelgruppen, jeweils kommt hier eine Elektrode drauf. Und jeweils unten auf die Elektrode. Das sind die Gegenspiele. Und dadurch weist die Hand, je nachdem, welche Elektrode ich ansteuere, einmal offen und einmal schließen dann halt. Wir haben uns gefragt, was passiert, wenn der Akku leer geht und bekamen eine lustige Geschichte zu hören. Also in dem Fall ist es so, heutzutage kann man den wechseln. Das war vor 30 Jahren nicht möglich. Da gab es eine lustige Geschichte mit einem Kunden, der war in der Bahn und sein Akku war leer. Er hat sich gerade festgehalten an der Stange. Sein Akku war leer und er kam nicht mehr los. Die Hand kriegst du nicht mehr auf. Ja, dann kam die Feuerwehr und musste natürlich dann halt erstmal die Stange durchflexen halt. Ja, und so kam es dann halt zustande, dass die erste Myoversorgung doch ein bisschen schief ging aufgrund des Akkus. So läuft es also in einer orthopädischen Werkstatt ab. Wir haben einen interessanten Einblick in den Beruf eines Orthopädietechnikers bekommen.